Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein Voice-Over, denn ich bin im Moment sehr im Lernstress und so ein Voice-Over spart mir doch manchmal etwas Zeit. Aber nächste Woche wird auch wieder ein ganz normales Video kommen. Heute habe ich mal einen Fall mit einem etwas unerwarteten Ende. Diesen Fall hat sich ein Zuschauer gewünscht und ich würde sagen, wir gehen direkt in diesen spannenden Fall rein. Lucy Ann Johnson wurde am 14. Oktober 1935 in Skagway in Alaska geboren. Kurz darauf lebte sie in den Städten Bennett und Pennington und später in Carcross, einem winzigen Dorf mit 152 Einwohnern, welches sie wiederum 1953 verließ. Ein Jahr später, 1954, heiratete Lucy Marvin Johnson. Kurz nach der Hochzeit ließ sich das Paar in Surrey in British Columbia in Kanada nieder. Lucy arbeitete zu dieser Zeit als Krankenschwester. Die beiden bekamen später zwei gemeinsame Kinder namens Linda und Daniel. Im September 1961 wurde sie dann zuletzt von einem Nachbarn bei ihrem Wohnblock in Surrey gesehen. Erst knappe 4 Jahre später, im Mai 1965, wurde sie von ihrem Ehemann Marvin als vermisst gemeldet. Dieser gab damals auch zu, dass sie bereits seit einigen Jahren verschwunden war. Ihr Ehemann wurde dann von der Polizei verdächtigt, sie ermordet zu haben. Marvin wurde also im Anschluss verhört, Nachbarn und Familie wurden befragt. Der Hof des Wohnhauses wurde umgegraben, denn angeblich hatte ein Nachbar dann auch noch behauptet, er hätte Marvin dort graben sehen, aber es wurden keine Beweise oder sonstiges aufgefunden. Wann immer im Umkreis menschliche Überreste gefunden wurden, untersuchte man diese mit DNA-Tests, um zu schauen, ob es sich vielleicht um Lucy handelte. Aber das war nie der Fall. Nach zahlreichen Ermittlungen, die alle ins Leere liefen, wurde der Fall schließlich zu einem Cold Case. Marvin heiratete später eine neue Frau und kurz nach der erneuten Hochzeit untersagte er seinen Kindern, jemals wieder über das Verschwinden von Lucy zu reden. 1990 starb er dann schließlich. Es vergingen viele weitere Jahre und der Fall schien in der Öffentlichkeit schon lange nicht mehr präsent zu sein. Im Juni 2013 starteten kanadische Ermittler eine Serie, die sie Missing of the Month nannten, also Verschwinden des Monats, und in dieser Serie ließen sie alte Fälle wieder neu aufleben. Und so auch schließlich den Fall von Lucy Ann Johnson. Als Lucys Tochter Linda davon erfuhr, war sie sofort bereit, bei den neuen Ermittlungen mitzuhelfen und fing an, selbstständig in der Vergangenheit ihrer lange verschollenen Mutter zu recherchieren. Als ihre Mutter damals verschwand, war sie etwa 7 oder 8 Jahre alt. Bei ihrer Recherche fand sie alte Dokumente, in denen es hieß, dass Lucy in jungen Jahren zeitweise in der Gemeinde Carcross, Yukon, gelebt hatte, bevor sie dann damals mit ihrem Ehemann nach Surrey zog. Das hatte Linda bis dahin nicht gewusst. Sie versuchte also Kontakt zu Leuten aus dieser Gegend zu knüpfen, in der Hoffnung, noch mehr über ihre Mutter zu erfahren. Außerdem stellte sie in die lokale Zeitung ein Bild ihrer Mutter ein und bat um Hinweise. Nach kurzer Zeit meldete sich eine Frau namens Rhonda bei ihr, die behauptete, dass sie ein weiteres Kind von Lucy wäre. Das Merkwürdige daran war, dass Rhonda offenbar jünger als Linda war. Hat Lucy also möglicherweise nach ihrem Verschwinden noch einige Jahre gelebt? Schon bald sollte diese Frage beantwortet sein und das Unglaubliche kam ans Licht. Im Juli 2013, nachdem die kanadische Polizei den Fall erneut aufgegriffen hatte, fand man Lucy lebendig wieder. Sie hatte noch einmal geheiratet und später 4 weitere Kinder bekommen. Für Linda war das natürlich ein Schock im positiven Sinne, denn sie war verständlicherweise davon ausgegangen, dass ihre Mutter schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr am Leben war. Nach der Wiederentdeckung flog Linda sofort zu Lucys Wohnort nach Whitehorse. Während des Fluges fragte sie sich, ob sie ihre Mutter nach so vielen Jahren überhaupt wiedererkennen würde. Und auch die Neugierde, ihre Halbgeschwister zu sehen, war groß.
Am Zielflughafen angekommen, sah Linda bereits eine Gruppe, die scheinbar auf sie wartete. Lindas mittlerweile 77-jährige Mutter Lucy erkannte sie scheinbar sofort, weil sie wohl Rhonda, ihrer Halbschwester, sehr ähnlich sah und Lucy soll sie wohl gleich umarmt haben und "Ich liebe dich" gesagt haben. Linda lernte dort auch ihre Halbgeschwister kennen, umarmte auch diese und so fuhren alle gemeinsam vom Flughafen zu Lucys Wohnhaus. In einem Interview soll Linda berichtet haben, dass es erst eine etwas peinliche Stille gab, weil niemand so recht wusste, was er sagen sollte. Für sie war es einfach komplett surreal, nach so unfassbar langer Zeit ihre Mutter zu sehen, denn auch Linda war ja mittlerweile eine etwas ältere Dame mit knapp 60 Jahren und als sie Lucy zuletzt gesehen hatte, war sie ja gerade mal in der Grundschule. Linda hatte vor, etwa eine Woche zu bleiben und am zweiten Tag wollte sie wissen, warum Lucy ihre beiden erstgeborenen Kinder und ihren damaligen Ehemann verlassen hatte. Sie war ihrer Aussage nach fortgelaufen, weil ihr damaliger Mann Marvin sie missbraucht und nebenbei andere Frauen gehabt hätte. Der damalige Ehemann Marvin, der ja auch Lindas Vater war, hätte dann eines Tages im Jahre 1961 gesagt, sie solle verschwinden und als Lucy tatsächlich samt der Kinder fortgehen wollte, hätte Marvin geschrien, du nimmst die Kinder nicht mit und dann sei sie schließlich alleine fortgelaufen. Bis 1980 lebte sie in British Columbia weiter, also gar nicht weit weg von ihren Kindern und erst danach zog sie nach Whitehorse. Weiter sagte sie, sie wäre nie absichtlich so lange unentdeckt geblieben und hatte scheinbar nie mitbekommen, dass man sie intensiv gesucht hat. Linda war etwas unsicher, ob sie ihrer Mutter diese Geschichte einfach so glauben konnte, aber letztendlich schloss sie Frieden, da die Gegenwart entscheidend war. Und nun war sie nach so langer Zeit, es waren ja insgesamt 51 Jahre und 9 Monate, endlich wieder bei ihrer Mutter. Zu Linda selbst und ihrem Bruder Daniel war ihr Vater Marvin wohl nie gewalttätig gewesen, aber die Erinnerungen von Linda an ihre Kindheit waren sowieso eher recht vage. Das Einzige, was sie auf jeden Fall wusste, war die Tatsache, dass ihr Vater wohl früher gerne mal trank und auch ein recht temperamentvoller Mensch gewesen war. Leider musste Linda Lucy auch mitteilen, dass Lucys Sohn, also Lindas Bruder Daniel, mittlerweile verstorben war. Er war wohl noch als Teenager beim Baden ertrunken. Während der restlichen Zeit, die Linda bei Lucy war, bauten beide eine neue Beziehung auf und wurden immer wieder so emotional, dass sie sich weinend in die Arme fielen und sie führten wunderbare Gespräche. Danach telefonierten die beiden mehrmals in der Woche und bei einem ihrer nächsten Besuche nahm Linda dann auch mal ihre Kinder mit. Sie hatte 5 Kinder insgesamt bekommen und die waren ja auch alle mittlerweile schon erwachsen. Auch die waren all die Jahre fest davon überzeugt, dass ihre Großmutter, die sie ja alle nie kennengelernt hatten, schon lange tot war. Linda überlegte dann tatsächlich auch, zu ihrer Mutter Lucy nach Whitehorse zu ziehen. Ob sie es mittlerweile tatsächlich gemacht hat, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, das war ein Fall, der in meinem Kopf irgendwie trotz allem noch viele Fragen offen lässt. Wie konnte es sein, dass Marvin seine damalige Frau Lucy erst 4 Jahre nach ihrem eigentlichen Verschwinden als vermisst meldete? Warum hatte niemand mitbekommen, dass Lucy schon lange fort war? Und wie konnte es passieren, dass Lucy all die Jahre nicht als die vermisste Person erkannt wurde? Vermutlich reichte die Presse damals nicht so weit, dass man den Fall auch in weiter entfernten Gegenden aufmerksam verfolgte. Was ich mich aber auch noch gefragt habe, wieso hat Lucy nie nach ihren ersten beiden Kindern gesucht? Wenn sie mit ihrer Vergangenheit hätte abschließen wollen, hätte sie Linda ja nun wohl auch nicht mit so offenen Armen empfangen. Aber vielleicht hat sich diese Einstellung ja auch im Laufe ihres Lebens einfach nochmal geändert und als Lucy noch jung war und sozusagen ihre zweite Familie gründete, passten Linda und Daniel vielleicht einfach nicht mehr in ihr Leben. Schade finde ich nur, dass Daniel wohl niemals erfahren wird, dass seine Mutter noch immer am Leben ist. Sie lebt übrigens auch heute noch und ist mittlerweile 85 Jahre alt. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch. Hättet ihr eurer Mutter verziehen, wenn sie quasi von jetzt auf gleich aus eurem Leben verschwindet und sich all die Jahre nicht meldet und eine neue Familie gründet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, aber ich finde es auf jeden Fall stark von Linda, dass sie ihrer Mutter das Ganze so verziehen hat
und sich einfach aufs Jetzt konzentriert und einfach glücklich ist, dass sie ihre Mutter nun nach so unglaublich langer Zeit wiedergefunden hat. Wahrscheinlich ist auch einfach viel Erleichterung dabei, dass die Mutter doch noch lebt und dass man endlich weiß, was passiert ist. Ich finde es persönlich eine unglaublich krasse Geschichte. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns das nächste Mal wieder.